Hallo Konzi. Nicola, du warst beim Germany's Next Topmodel Casting. Erzähl mir alles, ich bin sehr neugierig. Erstmal, was hattest du an? Ich hatte ganz normal eine Jeans an und so ein pinkes, bauchfreies Oberteil und natürlich hohe Schuhe. Bist du da einfach hin oder musstest du dich vorher schon mal anmelden? Normalerweise hätte man sich vorher online registrieren müssen, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich bin einfach da hingefahren und dann musste man natürlich alles aufschreiben. So, warum man da mitmachen will, man musste über sich ein bisschen erzählen, Hobbys, natürlich Brustumfang, Taille und Hüfte, wollen sie natürlich auch wissen, Schuhgröße, Augenfarbe. Und dann, was hast du reingeschrieben? Hast du gelogen? Nein, natürlich nicht. Aber verrätst du es uns? Was sind deine Maße so? Ehrlich gesagt, ich wusste es nicht. Ich musste raten. Und die hatten da auch kein Maßband. Die waren so super vorbereitet, aber ein Maßband hatten sie nicht. Was? Und dann dachte ich mir so, okay, die typischen Modelmaße sind 90, 60, 90. Und dann dachte ich mir, okay, die habe ich definitiv nicht. Und dann habe ich halt so ein bisschen runter reduziert. Also ich habe dann, glaube obenrum, ich habe 75B, also habe ich dann, glaube geschrieben 65. Taille habe ich dann geschrieben 70 oder so. Und Hüfte dann auch 65. Und dann? Ja, so, und dann haben sie die ersten 15 in einen Raum, also in der Schlange dann immer 15 abgezählt. Und in dem Raum war dann der Produktionsleiter und der hat dann gesagt, ja, wir sollen halt reden. Und die sind halt ein TV-Format, die sind natürlich auch Models, aber natürlich auch welche, die wo dann auffallen. Und was hast du denn gemacht? Hast du denn gesagt, yo, was geht denn? Bitches! Nee, also, ich habe es schon überlegt, aber nein. Wir sind dann zu 15 dann in den Castingraum, wo dann 5 Juroren gesessen sind. Und dann mussten wir uns in einer Reihe aufstellen, kurz über einen erzählen. Das heißt, man durfte nur seinen Namen, Alter, wo man herkommt und die Körpergröße. Und dann ist man einmal auf und abgelaufen und dann haben sie schon gesagt, okay, alle raus. Bis auf eine, die hatte aber eine Modelmappe dabei. Ja, und dann haben sie noch gesagt, falls man dann weiterkommt, dann kommt man natürlich in ein Interview und dann wird da nochmal gelaufen vor Kamera. Ach so, und das heißt, da waren überhaupt keine Kameras dabei, sondern nur eine Jury. Also keine Heidi Klum und kein Bruce und kein Hoche und keine, wie man sie kennt. Meine Liebe, ich sag Dankeschön für die ganzen Eindrücke, die du uns erzählt hast. Und gerne, ich wünsche dir eine gute Zeit. Grüße zu dir nach Jettingen, ja? Danke, zurück ins Studio. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.